In den nächsten Tagen und Wochen wird es wieder so richtig voll bei uns im Land. Und wer es etwas ruhiger mag als an den vollen Stränden an der Ostsee, den zieht es vielleicht Richtung Seenplatte. Mittlerweile leben auch dort viele Tourismusanbieter von den Urlaubern. Wer mit dem Kanu auf der mecklenburgischen Seenplatte unterwegs ist, sucht und findet vor allem Entspannung in der Natur. Eine typische Gelegenheit, unterwegs auch zu übernachten, gibt es zum Beispiel an der Umtragestelle in Wustrow. Also klappt, habe ich gehört schon. Ja. Seit 7 Jahren betreibt der Neustrelitzer Thomas Seidel hier einen kleinen Zeltplatz mit Kanuverleih. Jetzt, wenn andere Urlaub machen, beginnt für ihn die Saison. Wo ist denn das da, wo man das? Wollen wir mal an die große Karte gehen? Man schafft immer so als Anhaltswert 4 bis 5 Kilometer die Stunde. So Fußgängertempo. Mhm. Ne? Wenn man gemütlich paddelt. Wie wird denn das bis hier? Auch die Karte, die ihr mit habt, das ist immer 1 Kilometer der Abstand. Ne? 4 Stunden Strand paddeln, wenn man ganz. Ja, macht einfach viele Pausen. Gerade mit dem Kleinen, ne? Viele Badepausen. Ja. Ne? Sonst ist das bei Kindern immer die Sache, die steigen nie wieder ins Boot, wenn man so eine Gewaltgeschichten macht. Der ist ganz gewaltbereit. Heute sind viele Väter mit ihren Söhnen unterwegs. In Sachsen und Thüringen haben die Ferien früh begonnen. Wir wollen jetzt bis zum Zürnsee hoch, Zürcher See. Das war eine Landschaft dort. Da haben wir Steinadler gesehen. Ist dort frei rumgezogen. War richtig geil. Sehr schön. Und warum sind wir jetzt früh unterwegs im Prinzip? Den ganzen Tag. Schön. Natur, pur. 6 Euro pro Person kostet die Übernachtung in Wustrow. Große Campingwagen und laute Musik gibt es hier nicht. Thomas Seidel hat sich auf ruhesuchende Radfahrer und Wasserwanderer spezialisiert. Gut. Wollt ihr die Karte denn bis morgen behalten? Oder? Dann behalten wir sie gleich. Kommen wir nochmal eine Tourenplanung machen. Hey, morgen. Aufbauen könnt ihr euch einfach den. Tut ihr euch ein Plätzchen da hinten vielleicht irgendwie direkt unten am. Ne? Wir werden schon alles finden. Das glaube ich auch. Wir müssen erstmal jetzt. 7 Tage die Woche muss Seidel in der Saison von morgens bis abends Gästen Auskunft geben, Anmeldungen schreiben und Boote schrubben. Das ist ja ein Service von uns auch, dass wir den, die Boote putzen. Vater und Sohn aus Thüringen wollen nur eine Nacht in Wustrow bleiben. Wie fast alle Kanufahrer werden sie nach dem Tag auf dem Wasser bald ins Zelt kriechen und sich früh schlafen legen. Das Einzige, was immer mit dem Geschäft so ist, ist halt das Wetter. Ne? Wenn das Wetter schlecht ist, bleiben die Leute aus. Dann gibt es, wie gesagt, mal ein schlechtes Jahr, mal ein gutes Jahr. Aber wenn man das über einen größeren Zeitraum sieht, gleicht sich das immer wieder aus. Von April bis Oktober hat der Kanuhof in Wustrow geöffnet. In den nächsten Wochen wird auch Thomas Seidel wieder viel zu tun haben.